Willkommen zu einer weiteren Einheit der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Dieses Mal mit einer Aufgabe zur Normalverteilung. Schauen wir uns die Aufgabe einmal genauer an. Eine Maschine produziert T-Shirts mit einer Kragenweite von 40 cm. Die Maschine arbeitet allerdings nicht immer exakt, sodass die Kragenweite als normal verteilt mit einer Standardabweichung von 0,3 cm angesehen werden kann. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine eine Kragenweite zu klein produziert, also enger als 39 cm? Am Teil B. Ab einer Kragenweite von 41 cm handelt es sich nicht mehr um Kleidergröße M, sondern um Kleidergröße L. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine fälschlicherweise T-Shirts in Größe L produziert? Und Teil C. Alle T-Shirts zwischen 39,4 cm und 40,6 cm sind erste Wahl. Der Rest gilt als Ausschussware. Jede Woche werden 7500 T-Shirts produziert. Wie viel Ausschussware wird hierbei produziert? Gehen wir die drei Teile der Reihenfolge nach mal durch. Fangen wir in Teil A an. Hier war die Frage: Wahrscheinlichkeit, dass die Kragenweite kleiner als 39 cm ausfällt. Vorteil: kleiner gleich, kann man direkt weiter bearbeiten. Brauchen wir zunächst erstmal nur zwei Hilfswerte, nämlich den Mittelwert und die Standardabweichung. Die finde ich direkt in der Aufgabenstellung. Da sehe ich Mittelwert 40, Standardabweichung 0,3 cm. Und damit kann ich dann auch direkt weiterrechnen. Bevor ich aber das Endergebnis bekomme, muss ich erstmal den Z-Wert, den Z-standardisierten Wert bekommen, damit ich, weil ich halt nur Tabellen habe für die Standardnormalverteilung, diesen Wert auch tatsächlich nachschlagen kann. Tabellen brauche ich deshalb, weil man bei einer Normalverteilung nicht explizit die Verteilungsfunktion berechnen kann. Wie gesagt, ich muss das Ganze standardisieren. Wie standardisiere ich so etwas? Nämlich von dem Wert, für den ich die Wahrscheinlichkeit bestimmen soll, den Mittelwert abziehe und das Ganze durch die Standardabweichung teile. Das heißt, hier rechne ich 39 minus 40 durch 0,3. Erhalte dann als Ergebnis minus 3,33. Der Nachteil: Die Tabellen, die ich dann für die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung habe, enthalten keine negativen Werte. Das heißt, ich kann Phi von minus 3,33 nicht nachschlagen. Aber das ist auch kein Problem, weil man kann auch dieses Minus wegbekommen, indem man statt der Minus in der Funktion 1 minus vor die Funktion schreibt. Das ist dann der letzte Teil in dieser Zeile. Und dann habe ich hinten in der Funktion 3,33 und den Wert kann ich in der Tabelle nachschlagen. Mache ich das, dann finde ich dort einen Wert von 0,9996 und kann am Ende ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Kragenweite von kleiner als 39 zu bekommen, 0,04% beträgt. Und damit habe ich Aufgabenteil A erfolgreich absolviert. Und ich kann mich Aufgabenteil B zuwenden. Hier war gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Kleidergröße L produziere, also größer gleich 41. Jetzt kann man das Ganze natürlich rein rechnerisch angehen. Ich drehe erstmal das größer gleich in ein kleiner gleich um, indem ich die Gegenwahrscheinlichkeit berechne und so weiter und so fort. Oder ich überlege einmal kurz ein bisschen kritisch darüber. Größer gleich 49 bedeutet ja mehr als 1 vom Mittelwert von 40 entfernt. Genau das Gleiche haben wir aber in Aufgabenteil A auch schon mal gerechnet, nur in die andere Richtung. Da war die Frage kleiner als 39. Es war auch genau mehr als 1 vom Mittelwert entfernt. Warum kann uns das jetzt helfen? Naja, wir müssen einfach nur überlegen, dass die Normalverteilung eine symmetrische Verteilung ist. Also der Anteil der Wahrscheinlichkeit größer als 41 entspricht dem Anteil der Wahrscheinlichkeit kleiner als 39. Das heißt, wir können hier als Erkenntnis auffassen, die Wahrscheinlichkeit p von x größer als 41, also größer als 1 vom Mittelwert entfernt, ist genau das gleiche wie p von x kleiner gleich 39. Ja, und p von x kleiner gleich 39 haben wir eben in A berechnet als 0,04%.
Damit haben wir recht schnell Aufgabenteil B auch schon lösen können. Und damit wenden wir uns Teil C zu. Teil C war gefragt, wir produzieren 7500 Shirts. Wie viele dieser Shirts sind entweder kleiner als 39,4 cm Kragenweite oder größer als 40,6? Sind also nicht erste Wahl. Jetzt kann man auch wieder wie in Teil B überlegen, wir haben eine Normalverteilung. Eine Normalverteilung ist symmetrisch. 39,4 ist 0,6 Einheiten vom Mittelwert entfernt. 40,6 ist 0,6 Einheiten vom Mittelwert entfernt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, kleiner als 39,4 zu sein, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, größer als 40,6 zu sein. Das heißt, wenn ich wissen möchte, kleiner als 39,4 oder größer als 40,6, habe ich zweimal genau das Gleiche. Das heißt, ich kann hier einfach rechnen, zweimal p von x kleiner gleich 39,4 und das nehme ich einfach mal mit den 7500 T-Shirts. Und dann kriege ich genau das, was ich haben möchte. Wie viel dieser 7500 T-Shirts erfüllen die Vorgabe eben nicht? Ich mache mir das Leben einfacher, weil ich halt weiß, die Abweichung nach unten entspricht der Abweichung nach oben. Ich muss es also nur zweimal mir angucken. Das heißt, ich übernehme zunächst erstmal Mittelwert und die Standardabweichung aus der Aufgabenstellung und kann dann diese eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Ich rechne aus, p von x kleiner gleich 39,4. Standardisiere das also zunächst, rechne dann 39,4 minus 40 durch 0,3. Kriege raus minus 2. Minus 2 steht nicht in der Tabelle für die Standardnormalverteilung. Das heißt, ich rechne hier erstmal die Gegenwahrscheinlichkeit aus, habe dann 1 minus phi von 2. 2 kann ich nachgucken in der Tabelle, dann kriege ich einen Wert von 0,9772 raus. Das zusammen mit der 1 ergibt dann eine Wahrscheinlichkeit von 0,0228, also 2,28%. Und damit habe ich auch das, was ich brauche, um einfach das oben einzusetzen in das, was ich gesucht habe. Ich habe jetzt schon 7500 mal 2 sind 15.000, also die 15.000 mal die oben bestimmte Wahrscheinlichkeit, 0,0228, gibt im Endergebnis 342. Also die Anzahl der T-Shirts, die eben nicht die Qualitätsvorgaben erfüllen, die nicht erste Wahl sind, beträgt nur 342 T-Shirts. Und das beendet dann auch den dritten und letzten Teil dieser Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben etwas für sich aus dieser Aufgabe mitnehmen können. Wenn Sie weitere Aufgaben in diesem Stil sehen wollen, besuchen Sie auch den Rest der ISM Statistik 2 Aufgabensammlung. Bis dahin, noch viel Spaß und auf Wiedersehen.